Hallo, herzlich willkommen im Häkelzimmer. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute mal in diesem Video, was ich mir so für die kommenden Wochen und Monate an Wolle zugelegt habe. Denn wir sind ja am Herbstanfang, zumindest jetzt ist es langsam auch gefühlt so. Bei uns wird es jetzt kälter, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber man merkt es schon deutlich. Und ich finde ja, wie viele andere auch, Herbst und Winter sind eigentlich die richtigen, in Anführungsstrichen, Jahreszeiten fürs Häkeln. Einfach weil man da schön mit dicker und warmer Wolle arbeiten kann und wenn es draußen ungemütlich und kalt und nass und so ist, dann ist es irgendwie schön, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und was Schönes zu häkeln. Deswegen habe ich mir auch schon für diese nächsten Wochen, wie gesagt, ein bisschen Wolle gekauft. Und nicht nur Wolle, sondern auch Häkelnadeln. Die wollte ich euch mal als erstes zeigen. Ich habe mir so einen kleinen Beutel mit neuen Häkelnadeln gekauft. Und zwar ist der von H&S. Das sind die Häkelnadeln, die sind aus Aluminium. Das fand ich irgendwie mal eine schöne Idee, so als Abwechslung. Ich finde das immer nicht schlecht, wenn man zwischendurch mal mit anderen Häkelnadeln arbeitet, dass man einfach sich so ein bisschen mal wieder an einen anderen Griff gewöhnt. Diese hier sind, die kleinste ist 2 mm und die größte, das ist eine 10er, ich glaube, das war schon die größte. Ja, genau, die 10er ist die größte, diese blaue hier. Also in jeder Größe, gängigen Größe, die so dazwischen liegt, ist eine dabei, schön bunt. Ich hatte so beim ersten Anfassen das Gefühl, mit den großen kann man bestimmt gut häkeln, weil die sich auch schon so stabil und gut in der Hand anfühlen. Aber die kleinere, also so zum Beispiel hier die 2,5er, damit häkle ich natürlich auch nicht so oft, aber hier mit der 4er zum Beispiel, das ist so schmal und dünn. Also es fühlt sich auf den ersten Blick für mich jetzt nicht unbedingt sehr handlich an, aber oft ist es ja auch so, dass man es einfach mal probieren muss, um dann zu schauen, wie man damit klarkommt und sich ein bisschen dran gewöhnen muss. Ich stelle euch mal den Link zu diesen Häkelnadeln unter das Video. Ich habe die bei Amazon gekauft, für den Fall, dass euch das auch interessieren sollte. Das mache ich gleich auch mit der Wolle so, die ich euch zeige. Es ist natürlich so, wie es immer ist bei meinen Videos. Ihr könnt eure Häkelprojekte mit jeder Wolle und jeder Nadel häkeln, die ihr möchtet. Ich habe jetzt keine bestimmte Bindung oder Affinität zu bestimmten Herstellern oder so. Ich zeige euch hier einfach immer, was mir gefällt und was ich benutze. Aber was ihr dann daraus macht, ist selbstverständlich ganz euch überlassen. Ich habe wie oft oder wie fast immer eigentlich bei Hobby und auch bei Idee eingekauft. Dieses Mal allerdings auch einen dritten Anbieter dazu genommen, und zwar die Firma Gründel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die haben einen großen Online-Shop mit viel Auswahl an Wolle. Da habe ich jetzt zum ersten Mal eingekauft und wollte euch da mal zeigen, was ich da Schönes gefunden habe. Hier gab es, da habe ich schon mal die Banderole abgemacht, diese Big Color Twist Wolle heißt die. Ich hatte die Banderole abgemacht, weil ich gesehen habe, dass da eine Anleitung drin steht und ich mir mal anschauen wollte, was das ist. Also die haben halt, wie viele Hersteller das machen, unter ihren Banderolen eine Anleitung für ein Häkel, beziehungsweise in diesem Fall ein Strickprojekt, was ein bisschen schade ist, weil ich das deswegen nicht verwenden kann, weil ich nicht stricken kann. Aber das ist eigentlich sehr praktisch, hat man dann gleich eine Idee, was man mit der Wolle machen kann, wenn man es denn kann. Aber zu der Wolle kann ich euch sagen, das ist eine 100% Polyacrylwolle. Dieses Knäuel, ich muss mal gerade schauen. Ah ja, hier hat 200 Gramm und eine Lauflänge von 312 Metern. Ich habe mir 2 Stück davon gekauft und muss mir jetzt mal überlegen, was ich daraus machen werde. Ist für 6er bis 7er Nadeln, also man sieht hier diese für Winter und Herbst gut geeignete Wolle ist dann eben oft auch so ein bisschen dicker und so ein bisschen flauschiger. Also daraus kann man was Schönes, Warmes machen. Ihr wisst ja, dass ich hier auf dem Kanal meistens Dreieckstücher oder Schals häkle, vielleicht auch mal eine Mütze dann im Winter. Und da sind diese schönen dicken Wollsorten natürlich gut geeignet. Die Farbe, die ich ausgewählt habe, ist die Farbnummer 3. Das gab es aber in verschiedenen Farben. Also die hatten dabei Gründel einiges an schöner Auswahl hier. Das ist so, da sind so leichte Pastelltöne drin, lila und ein bisschen rosa. Und dann ist hier so was leicht grün, grün-gelb, auch so pastellig. Das geht da so ein bisschen ineinander über, ist also so eine Farbverlaufswolle. Ich glaube, das wird ganz schön, fühlt sich auch gut und weich an. Bin mal gespannt, wie man damit so arbeiten kann. Das war das Erste, was ich bei Gründel gefunden habe auf der Webseite. Und dann hatten die da noch so ein Garn, das fand ich ziemlich speziell, das nannte sich oder nennt sich Perla Color. Das ist auch ein Polyacrylgarn,
Die Farbnummer 22 ist das hier in Schwarz, Weiß und Grau habe ich das gekauft. Und das ist so ein Garn. Vielleicht noch hier 100 Gramm 90 Meter Lauflänge hat diese Wolle für 8er bis 9er Nadeln. Polyester ist das, nicht Polyacryl, Entschuldigung. Und man sieht hier, wie dieser Faden, der ist so, der wird so von einem dünneren Faden zusammengedrückt. Also wenn man das hier mal so dreht, dann sieht man, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera gut erkennen kann, da ist so ein kleiner dünner Faden, der das Ganze so verdreht, sodass dieser Faden aussieht, als würde er aus ganz vielen kleinen Perlen bestehen. Deswegen auch Perla-Color, würde ich mal vermuten, der Name von diesem Garn. Fand ich als Effekt ganz schön. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht, wenn man daraus was gehäkelt hat. Ich glaube, das könnte ganz schön werden. Das probiere ich also auf jeden Fall auch mal aus. Und dann hatte ich noch bei Gründel ein Polyacrylgarn gefunden. Pretty heißt das. Das habe ich mir in zwei verschiedenen Farben gekauft, in so einem Braun und einem Orangeton für den Herbst. Weil ich mir überlegt hatte, dass ich aus einem einfarbigen Garn, aus einem von den beiden, ich weiß noch nicht genau, welches ich nehme, vielleicht mache ich auch beide, muss ich mal schauen, dass ich daraus nochmal einen Schal im Fischgrätenmuster häkeln möchte. Das hatte ich ja hier schon häufiger gemacht und habe von euch da super viele Rückmeldungen bekommen dazu, dass euch das gut gefallen hat. Und mir hat das auch super gut gefallen, mir hat das voll viel Spaß gemacht, dieses Muster zu häkeln. Und ich hatte das ja mit einem Farbverlaufsgarn gehäkelt und hatte dabei das Gefühl, dass es bestimmt auch schön aussehen würde, wenn man so einen Fischgrätenschal in einem einfarbigen Wolle häkelt, weil ich glaube, dass das dann gut zur Geltung kommt. Also das werde ich hier auch in nächster Zeit direkt, glaube ich, mal anfangen, vielleicht sogar als nächstes, schon nächste Woche, muss ich mal schauen, was mir so als erstes in den Sinn kommt. Ich mache mir eigentlich selten einen Plan für Häkelprojekte. Ich mache immer einfach das, was mir gerade einfällt und worauf ich Lust habe. Und dann schaue ich eben, was ich so an Wolle dafür da habe. Ich habe dann auch noch bei Hobby ein bisschen was gekauft, nämlich so einen großen Megaball hier. Das ist ein Acrylgarn, 100% Polyacryl. Und dieses große Knäuel hier wiegt 400 Gramm und hat eine Lauflänge von 700 Metern. Also daraus kann man was Schönes, Großes machen. Ich hatte mir überlegt, dass ich mal daraus einen Schal häkeln wollte im Jasminmuster. Ich weiß nicht, ob das einige von euch vielleicht schon kennen. Das ist ein richtig schönes Häkelmuster, das ganz toll aussieht, das jetzt nicht unbedingt super einfach zu häkeln ist. Also ich habe das vor einiger Zeit, als ich vor 3 Jahren ungefähr mit dem Häkeln angefangen habe, habe ich das mal probiert und da war mir das ein bisschen zu schwierig. Ich habe das dann doch wieder gelassen. Aber zwischenzeitlich habe ich es nochmal probiert und da ging es etwas besser. Wenn man so ein bisschen häufiger gehäkelt hat, geht das eigentlich dann doch ganz gut. Aber ich habe daraus bisher noch nie ein echtes Häkelprojekt gemacht. Diese Wolle hier ist für 5,5er bis 6er Nadeln. Es gibt diese Megaballs bei Hobby in super vielen Farben und auch noch in einer dünneren Garnstärke. Also für, ich glaube, es sind 4er Nadeln, haben die das auch nochmal. Also wenn euch das jetzt so vom Garn her irgendwie so ein bisschen zu dick ist, das kann man auch, wie gesagt, in einer dünneren Ausführung erwerben. Das ist der Megaball für das Jasminmuster. Das werde ich aber, glaube ich, nicht direkt machen. Wahrscheinlich etwas später im Verlauf des Herbstes. Und dann gab es noch bei Hobby dieses schöne Garn hier. Das nennt sich Butterfly. Auch das ist ein Premium-Acrylgarn und ist ein, nicht, ich würde es nicht Farbverlaufsgarn nennen, sondern Farbwechselgarn. Ich glaube, das sieht man hier schon ganz gut. Also das sind 4 verschiedene Farben. Hier ist in der Mitte so ein Gelbton, dann kommt da so ein rosa, Altrosaton, ein Grün und dann nochmal 2 Blautöne. Das sind 5, ne? Und nicht 4. 1, 2, 3, 4, 5 Töne, genau. Und der Farbwechsel erfolgt hier ziemlich abrupt. Das fand ich bei diesem Butterfly-Garn ganz speziell und irgendwie ganz gut. Das sind also nicht mehrere Fäden, wie das ja oft bei Farbverlaufsgarn ist, die dann, wo dann immer einer ausgetauscht wird und dann so ein etwas subtilerer Farbverlauf entsteht, sondern hier ist der Farbverlauf ganz abrupt. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Also das eignet sich bestimmt für einen schönen Schal. Muss ich mal überlegen, was ich daraus mache. Die Wolle ist geeignet für 4er bis 4,5er Nadeln. Und auch das gab es in verschiedenen Farbtönen. Ich fand diese Kombination jetzt ganz schön. Bin mal gespannt, wie das dann in einem fertigen Schal so aussieht. Und bei Hobby gab es auch noch was Neues. Da habe ich auch noch das hier gefunden, das sogenannte Cookie Garn. Auch ein Acrylgarn, 200 Gramm und 600 Meter Lauflänge von Yerbo.
Das hatte ich da bisher noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, neu bei Hobby. Und das hat, fand ich diese Farbkombination schön, diese rosa und lila Töne. Da bin ich auch sehr gespannt, was sich daraus so machen lässt. Gucke ich nochmal gerade. Die Farbnummer ist die 46223. Auch das gab es in verschiedenen Farben. Ist ein schwedisches Garn. Und das ist geeignet für 4,5er bis 5er Nadeln. Also alle Wollsorten, die ich jetzt hier ausgewählt habe, sind so ein bisschen dicker. 5er Nadeln, 6er Nadeln häufig und dann eben auch etwas wärmer, wie es jetzt halt für den Herbst und Winter gut geeignet ist. Aber ich häkel natürlich auch zwischendurch auch mal mit einem Baumwollgarn. Also ich mache das jetzt nicht nur so, dass ich mich an die Jahreszeit anpasse. Aber oft ist es ja so, wenn es dann kälter wird, hätte man auch gerne etwas wärmere Sachen. Dann war ich natürlich auch noch bei Idee. Ich habe ja schon mal erzählt, bei uns in der Stadt gibt es ein Idee-Geschäft und da gibt es halt immer Rico-Design-Knäule, gerade diese Farbverlaufsbubble, die ich ja so schön finde. Das hier ist das Creative Chic Unique Decay Garn. 200 Gramm und 695 Meter Lauflänge hat das. Das ist für Vierer-Nadeln geeignet und ist eine Mischung aus Polyacryl, Wolle und Polyamid. Also da ist schon so ein Wollanteil bei, das ist dann richtig schön warm. Und da habe ich gesehen, es gab bei Idee auch dazu so ein kleines Heft mit Häkel- und Strickanleitungen drin. Also speziell für dieses Garn, was man daraus machen kann. Und da hatte ich auch schon was gesehen, nämlich einen Schal und ich glaube auch noch ein Stirnband. Genau, das ist das Muster, das ich gerne mit diesem Knäuel häkeln möchte. Das ist so ein Schal in einem speziellen Muster in halben Stäbchen gehäkelt, wo hier da so eine Reihe so ein bisschen nach vorne fällt. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Das habe ich noch nie gesehen. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren mit diesem hier. Auch dieses Garn gibt es in verschiedenen Farbverläufen. Ich gucke gerade, ob ich hier... Farbe 09 ist das hier in diesem Fall. Da sind so ein bisschen Blautöne mit drin. Das hatte ich auch schon mal in so einem Beige- und Rosaton. Das fand ich auch ganz gut. Das hier ist jetzt so ein bisschen bunter. Da bin ich mal gespannt. Hier sieht man das ganz gut, wie der Farbverlauf aussieht. Aber oft passt das nicht so ganz. Also das ist dann eben so sozusagen ausgebreitet. Aber ich habe oft den Eindruck, dass diese Abbildungen nicht so ganz dem entsprechen, wie es dann aussieht, wenn man tatsächlich einen Schal oder eine Mütze oder was anderes draus gemacht hat, weil man natürlich nicht weiß, wie das dann verhäkelt wird und welches Muster gewählt wird. Ich werde auf jeden Fall das probieren, was hier drin steht mit diesem Knäuel. Was habe ich noch? Ach so, ja, ich hatte noch dieses hier. Das ist das Creative Fluffy Lee, ebenfalls von Rico Design. Auch eine Decay-Wolle, 150 Gramm und 420 Meter Lauflänge. Da ist noch ein Baumwollanteil drin von 40%, 30% Polyester, 20% Polyacryl und auch 10% Wolle. Das fand ich so schön, weil das so einen Glitzerfaden dazwischen verlaufen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube, man sieht das in der Kamera. Oder hier ist so ein feiner Glitzerfaden dazwischen. Das hat bestimmt einen schönen Effekt. Ich habe mir noch nicht überlegt, was ich daraus machen möchte, aber das ist mir gleich so ins Auge gesprungen. Das gab es auch in Rosa und ich glaube auch noch in einem Grauton. Das fand ich jetzt hier mit dem Grün sehr schön. Und dann habe ich natürlich auch noch, wie immer, diese Bobble gekauft, die es von Rico Design immer gibt. Da habe ich zwei verschiedene genommen. Einmal in so einem Regenbogen. In Regenbogentönen und einmal in so herbstlicheren Tönen. Und zwar ist das die Creative Wool Degradé in der Ausführung Super 6. Das sind eben sechs verschiedene Farbtöne. Diese Knäule haben ja immer 200 Gramm und 800 Meter Lauflänge. Und diese wärmeren Ausführungen haben einen Wollanteil von 30%, 70% Polyacryl. Und daraus kann man richtig schöne, warme Tücher machen. Ich habe einige Dreieckstücher schon mit dieser Wolle gemacht. Und was ich euch auch mal einmal zeigen wollte, einmal so als Vergleich, ich häkel ja oft mit diesen Farbbobbeln von Rico Design. Das hier ist noch so einer mit einem hohen Baumwollanteil, 50% Baumwolle und 50% Polyacryl. Einfach, dass man das mal so sieht als Vergleich. Dieses Knäuel mit der Baumwolle ist genauso schwer wie das andere und hat auch dieselbe Lauflänge, aber es ist halt viel kleiner. Da sieht man einfach mal, was das ausmacht, wenn so ein Knäuel einen Wollanteil hat. Dass man einfach, wenn da ein Wollanteil drin ist, dann wird die Wolle einfach viel flauschiger, voluminöser und dann eben auch wärmer, deswegen auch super für den Winter. Und wenn man so ein Baumwollknäuel hat, dann hat man das Gefühl, man hat kaum Wolle in der Hand. Dabei kann man auch daraus große Tücher machen.
Fand ich ganz interessant, einfach mal so als Vergleich. Und dieses hier werde ich auf jeden Fall benutzen, um nochmal ein Dreieckstuch in dem Reliefstäbchenmuster zu häkeln, was ich schon vor einigen Wochen gemacht habe. Denn da haben mir einige von euch geschrieben in die Kommentarspalte und ich habe auch zwei, drei E-Mails dazu bekommen, dass die Farbe so dunkel war in der Wolle, mit der ich das gemacht habe und dass ihr das deshalb nicht gut erkennen konntet. Deswegen habe ich gedacht, das nehme ich auch noch mit und das hat so helle rosa Flieder-Pudertöne. Daraus mache ich dann nochmal so ein Dreieckstuch mit Reliefstäbchen, damit ihr es erstens besser sehen könnt und zweitens auch, weil ich gerne nochmal so ein Tuch hätte. Mir das nämlich super gut gefallen. Ich trage das auch sehr gerne und davon hätte ich gerne auch ein zweites. Von daher passte das eigentlich ganz gut. Ja, ich glaube, das war so das, was ich jetzt hier als erste Herbst-Winter-Rutsche mir so gekauft habe. Da wird bestimmt noch einiges dazukommen im Laufe der nächsten Wochen und Monate, aber das ist so das, mit dem ich in der nächsten Zeit vorhabe zu häkeln. Ich freue mich schon total drauf. Ich freue mich auch sehr darüber, dass so viele von euch sich meine Videos anschauen, dass ihr mir so viele nette Kommentare schreibt und auch andere Nachrichten und ja, einfach so super freundlich seid und so nett darauf reagiert. Ich hatte das ehrlich gesagt in dieser Form gar nicht erwartet. Man hört ja auch häufiger, dass das im Internet manchmal zu unschönen Reaktionen kommt, wenn man da so zeigt, was man macht und ja, was einen einfach interessiert und was das Hobby so ist. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich die Häkel-Community insgesamt oder es seid einfach ihr speziell, die ihr meine Videos schaut. Ich finde das ganz toll, dass ihr das so macht, dass ihr darauf reagiert, dass ihr mir Feedback dazu gebt, was ich hier mache. Ja, und freue mich einfach drauf, weiter Videos zu machen. Freue mich natürlich auch sehr, wenn noch mehr von euch, die sich meine Videos anschauen und regelmäßig schauen, vor allen Dingen, wenn ihr den Kanal abonniert. Dazu könnt ihr einfach auf die Abonnieren-Schaltfläche klicken und dann verpasst ihr auch keine von meinen weiteren Videos. Ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Ich überlege mir jetzt mal, was ich als erstes mache. Vielleicht fange ich einfach mit diesem hier an, weil das ja eigentlich auch noch so ein Nachzüglerprojekt aus dem Sommer ist und noch nicht unbedingt so warme Wolle. Vielleicht mache ich das einfach als erstes. Das muss ich mir gleich nochmal überlegen. Auf jeden Fall kommt nächste Woche ein neues Video von mir mit, was auch immer. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und wir sehen uns. Tschüss!